wieder Zeit für ein Casual Friday. Wir gehen ins All. Ihr kennt das, vielleicht vom letzten Mal. Elite. Elite auf dem Atari natürlich. Die DOS-Version. Guckt euch das vorige Video an und lacht über die DOS-Version, die so schlimm aussah und so unschön war. Genau, wir spielen das auf dem Atari und ich habe es halt ewig gespielt. Und da machen wir jetzt weiter. Ach so, ich kann es jetzt so spielen, aber es ist irgendwie nicht fun genug, glaube ich, für euch. Wir sind auf Isinor, einem Planeten, der genau ein Agrarplanet, und dort kaufen wir jetzt Sachen ein, um wieder zurückzufliegen nach ich habe den Namen vergessen, aber wir werden es gleich sehen. Wir werden es gleich sehen. Ich mache mir auch immer schön Screenshots von den Preisen. Also, was heißt immer? Immer schön, auch nicht. Ich mache mir ab und zu Screenshots von den Preisen. Um zu gucken, wie sich die Preise verändern. Nein, natürlich nicht, sondern um zu gucken, wie sind denn die Preise dort in etwa auf den einzelnen Planeten, damit ich da nicht irgendwie raten muss, dass ich schneller zu Geld komme. Und jetzt an der Stelle würde ich zum Beispiel hier auch wieder, was nehmen wir denn da? Alkohol macht 9 Unterschied. Nee, ich glaube, ich nehme wieder radioaktive Stoffe. Und erstmal können wir hier das nehmen. Und eine Rakete habe ich noch. So, 210 sind 12, 13, sind schon 14? Nee, sind 13, glaube ich. Nein. Einer kann wieder nicht rechnen. 12. 12 sind's, okay. 16 haben wir noch. Und für minimalen Gewinn kaufen wir einfach 2 Kilo davon. Dann sind wir genau bei 0. Ja, jetzt machen wir uns auf den Weg. Wir starten. Na komm, ich speichere jetzt nochmal ab. Dann sagen wir, wir wollen nach Zaons. Zaons. Und da fliegen wir jetzt hin. Hyperantrieb. Schnell vorspulen. Gas geben. Machen und springen. Wir versuchen so schnell wie möglich entweder einen Hecklaser zu kriegen oder den Docking Computer. Ich bin mir noch nicht sicher. Der Docking Computer macht zurzeit eigentlich eine recht gute Arbeit. Kreid ist das jetzt. Zu ballern, beschleunigen wir und ein ECM-System. Da ist er. Geht zu schnell für unsere Rakete. Oh, wir haben ihn zerstört. Okay, Rakete verschwendet. Jetzt kommt 10 Credits für den. Aber wieder eine Rakete ausgegeben. Jetzt haben wir keine Raketen mehr. Aber wir wissen, ein Crate können wir auch mit purem Laser einen Frontalangriff fertig machen. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. So, jetzt wieder schnell vorspulen. Wir sind in der Sicherheitszone. Wir suchen die Station. Und es ist schön, dass ich den Computer beschleunigen kann. Weil ansonsten müssten wir die ganze Zeit hier sitzen und warten, dass wir näher an die Station rankommen.
Das ist am Anfang sehr, sehr ätzend. So, jetzt stoppen wir. Drehen uns zur Station um und sehen, wir sind ein bisschen zu weit geflogen. Okay. Gucken wir wieder. Wieder ein bisschen zu weit geflogen. Das sieht besser aus. Ja, das sieht gut aus. Okay. Das heißt, wir speichern einmal, geben Gas. Ein bisschen langsamer. Und geben nochmal Gas. Und wir haben es geschafft. Wir sind mal wieder gelandet. Das klappt recht gut. Also früher hatte ich hier richtig Schiss davor. Aber ihr seht ja auch, wie viel Zeit man damit verwenden kann, allein diese Sachen auf die Station zu fliegen, auf den Planeten zu fliegen. Dann bist du 10 Minuten geflogen und ja, dann hast du nichts erreicht. Okay, das ist okay, dann machen wir 2 Gewinn und hier machen wir auch ein bisschen Gewinn. 255 war die letzte Fassung. Und 338, jetzt rollt der Rubel oder die Credits rollen. Hier 68, spottbillig. Und die können wir richtig teuer verkaufen. 70 heißt, wir können 4 Stück kaufen. 4 Stück. Und haben noch 65, das reicht natürlich wieder genau nicht. Dann muss ich mal hier in meinem Cheat Sheet gucken. Maschinen könnten wir noch eine kaufen. Erstmal auftanken. Aha. Und nee, wir können nicht kaufen. Wir kaufen mal eine Rakete nach. Und den Impulslaser. 400. 400. Aber wir müssen ja auch bedenken, dass wir weiter flüssig bleiben müssen. Liquide. Ansonsten geht hier gar nichts. Wir drücken H, wir springen, wir geben Gas, versuchen den Planeten möglichst zu zentrieren und springen und hoffen, dass uns keiner entgegenkommt. Condition Red, alles auf Pause, natürlich genau falsch rum, wie immer. Right. Okay. Na, da hoffe ich mal, dass wir hier den geknackt kriegen. Sieht gut aus zur Zeit. Sehr gut. Wir haben unseren ersten Flieger ohne Rakete erlegt. Ne, den anderen hatten wir auch ohne Rakete. Aber ohne eine Rakete zu verlieren. Aber wir haben ja insgesamt schon 90 sozusagen an Raketen ausgegeben. Okay, der nächste. Ein Gecko. Gecko. Ich habe keine Ahnung, was ein Gecko macht. Auf jeden Fall heute ab, okay. Das finde ich gut.
Ist ein bisschen schwer hier reinzukriegen. Der ist nicht so schwer. So, und das ist natürlich hier, dieses Spiel ist der Grundstein für auch, dass ich Wing Commander, wie heißt das, Privateer gespielt habe, was ja das gleiche Spielprinzip ist. Na, komm rein. War die Escape-Kapsel, dann ist das ja gleich fertig. Okay. Naja, war doch gut. Ich habe keine Frontschild mehr. Oh, 15 Credits für den gekriegt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wir beschleunigen etwas. Jetzt haben wir noch einen Targuin gekriegt. Das wird unlustig. Da hinten ist die Station. Das schaffen wir nicht. Und alle anderen Schiffe würden jetzt aufgeben. Würden aufhören zu blinken. Und wir werden zerlegt. Ja. Haben wir keine Chance. Ich habe schnell beschleunigt. Aber gegen Targuiden habe ich einfach keine Chance. So lange. Ja. So, wir sind voll. Local, wir haben das angewählt. Ich hoffe, ich habe alles drin. Gegen Targuiden haben wir keine Chance, solange wir keinen Hecklaser haben. Geht gar nichts. Condition Red. Stoppen. Die Schiffe sind natürlich alle schneller als wir. Haben wir uns wieder falsch gedreht. Wie immer. Da haben wir ein Sprite. Schaffen wir. Und Militärlaser ballert mal doppelt oder dreifach so schnell. Sehr schön. Die 10 Credits nehmen wir uns gerne. Sehr klein noch. Solange es kein Wolf ist, ist alles gut. Moria Starboard. Okay, das sind die kleinen. Schön, dass man den Schuss hört und wenn er trifft, hört. Okay, der ist weg. Der scheint auch nicht so stark zu sein. Credits. Noch einer. Jetzt wollen wir es wissen. Einmal I drücken. Den kleinen Punkt fixieren. Den kleinen Pixel da. Sidewinder. Incoming Missile. Okay, ich habe noch kein Missile-Abwehrsystem. Das war die Missile.
Mein Freund, komm her. Genau, wer ist größer? Perfekt. Fünf Credits. So, jetzt hat man wieder ein Condition Red, aber dadurch, dass wir jetzt in der Sicherheitszone sind, ist der lieb geworden. Der will nämlich auch keinen Ärger hier haben. Den werden wir auch einfach nicht angegriffen. Okay. Perfekt. Da setzen wir uns hin. Stoppen. Zu weit fliegen. Ja, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Okay, diesmal ohne Probleme. Einmal speichern. Und schaffen wir das? Das wird knapp, das wird knapp. Nee. Da wollte ich zu viel. Passiert halt. Ne? Das passiert halt. Okay. Ich kann ja auch das Schiff drehen. Ich kann ja mitrollen. Oder entgegengesetzt rollen. Oder wie auch immer. Mitrollen ist sinnvoller. Wir verkaufen. Gucken wir mal. Ja, das ist doch ordentlich. 300 irgendwas waren wir, ne? 553. Jetzt reden wir doch schon. So, das ist immer noch recht hoch, aber hier haben wir schon drei Unterschied. Sklaven wären günstig, ja, aber Sklaven ist das Problem, dass es Sklaven sind und das ist Contraband. Und damit müssen wir nicht handeln. Also, wir können damit handeln, aber es ist problematisch. Wir kriegen Probleme mit den Regierungen und dazu gehören Alkohol geht, glaube ich, noch, aber Waffen, Drogen, Sklaven und Aliens-Artefakte oder sowas, ich glaube, das ist unerlaubt, unerhört. Okay, was kaufen wir? Alkohol könnten wir kaufen, das sind 12, die wir Gewinn machen. 12 ist auch nicht schlecht, ist besser als Atomzeug. So, das haben wir. 400 Credits für einen Beam. Wir kaufen den Beam. Also fliegt nach zu uns zurück. Wir kaufen den Beamlaser auf der anderen Seite. Wir müssen jetzt noch einmal ordentlich handeln. 12 ist nicht viel Gewinn. Es sind keine 40. Oder was wir jetzt auch immer hatten, das war enorm. Also nehmen wir hier 25, 26 kann ich nehmen. Nein, kann ich nicht. Wir haben 0,8. 25. Ah, ich habe nicht so viel Cargo. 20. Dann geht es nicht anders. Dann 20 davon. Wir fliegen zurück. Wir starten. Und geben Gas. Wir können auf jeden Fall jetzt schon gegen die Gegner ankommen. Das hat es gezeigt. Wir brauchen auch nicht unbedingt Raketen. Das hat aber auch nichts mit unserer Fähigkeit zu tun, die besser zu treffen, sondern ich glaube, ich habe die einfach früher ins Visier genommen.
So. Müssen wir stoppen. Und mal hinter uns gucken. Ein bisschen rollen, ein bisschen fliegen. Okay. Ja, das sieht doch gut aus. Perfekt. Das heißt, ich speichere wieder ab. Und komm immer besser rein. Also ein Docking-Computer. Wir brauchen einen Docking-Computer. Ähm, 34 ist ein Top-Wert. Der ist runtergegangen. Der ist hochgegangen. Das sind 40. Das sind 30. Wir verkaufen 20 davon. Okay. Dann haben wir das gekauft. Wir können auch Laser für die Seiten kaufen. Aber wir kaufen jetzt erstmal einen Pulslaser. Ein Ingram-Modell. Ist ja wie bei Shadowrun Ingram. Jetzt will ich keinen Fehler machen. Habe ich ihn gekauft? Status. Pulslaser. Nee, habe ich nicht gekauft. Vielleicht kommen wir auf den Preis. Ha, jetzt. Rare. Genau. Wir haben hinten einen Pulslaser installiert. Jetzt können wir noch was kaufen. Und dann nehmen wir die hier. Und wie viel können wir davon kaufen? Wer rechnen kann, ist klar im Vorteil. Es sind keine 6, es sind nur 5 Stück. Und den Rest können wir so lassen, wie es ist. Okay. Das ist die erste Sache, die ich gekauft habe. Der erste wirkliche Spielfortschritt, möchte ich meinen. Und das heißt, wir begeben uns wieder nach Isinor zurück. Richten uns aus. Springen. Und sobald jetzt ein Schiff kommt, ein gegnerisches Schiff. Ha, ausnahmsweise nicht. So. Da ist die Station. Daran, an die richtige Stelle zu kommen. Okay. Wunderbar. Okay.
Nicht abgespeichert. Aber ich hab's geschafft. Ich bin drin. So. Wir verkaufen wieder. Ja. 480. Wir haben wieder ordentlich Geld. Wir kaufen wieder ein. Zehn oder neun. Ich glaube, das macht keinen Unterschied. Ich nehme Atome und kann komplett vollladen. Ne? Genau. Gut, dann ist das nächste Ziel, wirklich den Docking-Computer zu kriegen. Und dann gucken wir weiter. Größere Cargo, damit wir besser handeln können. Ich glaube, dann haben wir 40 oder so, was wir handeln können. Und ich mache das jetzt erstmal weiter hier zwischen den beiden Planeten. Das ist ja eigentlich ganz gut. Ich glaube, andere Planeten wären auch ganz gut. Oder besser vielleicht sogar. Aber das läuft hier erstmal. Und wir warten auf unseren ersten Kampf mit unserem neuen Laser. Da haben wir es. Wir steigen um auf hinten. Haben den hinter uns. Aktivieren die ID. Der ist schon ziemlich nah. Oh, das ist gleich ein Wolf. MK2, der ist schon ein bisschen härter. Da nehmen wir auch die. Dadurch, dass wir jetzt von ihm wegfliegen, haben wir natürlich noch ein bisschen mehr Zeit. Laser muss man auch später darauf achten, dass der nicht heiß läuft. Ja, der hat aber Panzerung hier. Jetzt wird er. Okay, ihr seht schon, es war anstrengender. 11,5 Credits. Und der Laser ist auch heiß gelaufen. So, das sieht doch gut aus. Jetzt bin ich deutlich zu weit geflogen. Hab zu schnell gestellt. Oh, sieht aber... Nee, doch nicht. Sieht nicht gut aus. So, dann halten wir mal an, gucken, wie es aussieht. Aber noch ein bisschen. Perfekt, naja, fast perfekt. Okay. Und wir haben es geschafft, ohne abzuspeichern. Ich bin so stolz auf mich.
Wir verkaufen. Okay. Wir statten uns aus. Diesmal mit Raketen. Haben wir alle gekauft. Wunderbar. Dann 90 ist zu teuer. Wir handeln weiter mit Computern. Das ist eine sichere Bank. 20 reichen nicht. Nee. 20. Ich kann nicht mal 10 kaufen. 8. Nicht mal 8 kann ich kaufen. 7. Okay. 7 davon. Und dann geht's wieder zurück. Wir wollen nach Isinor. Ich speichere schon mal ab. Und wir können mal hier im Status gucken, wie lange ich schon gespielt habe. Game Time. 1 Stunde 23. Zeigt er an. Wir gucken einfach mal, wie es aussieht, wenn ich dort angekommen bin. Dadurch, dass ich ja schneller stelle, brauche ich ja natürlich nicht so lange. So, jetzt habe ich hier zu lange gewartet. Beziehungsweise zu viel rumge... Ich muss die Beschleunigungstaste auf irgendwas anderes legen. Muss mal gucken, wo ich das mache. So, Condition Red. Wunderbar, wir sind auf Vollgeschwindigkeit. Wir gucken, wer das ist. Wir haben noch keine ID gekriegt, das heißt, wir hatten noch nicht einen Fahnenkreuz. Eine Mamba! Okay. Na, trefft den Pixel nicht. Komm her, du Feigling. Ja, es sind so schöne Schiffe, die sie da zeigen. Und letztendlich... Oh, ist er weg. Und letztendlich sieht man davon nichts, weil man sie nur als kleine Punkte abballert. Jetzt aber. Sehr gut. Oh, wir sind schon raus. Wir müssen mal hier gucken. Achso. Das Problem ist, dass da noch ein Schiff ist. Okay. Ich gehe mal da raus. Ich gucke mir mal kurz die Settings an. Oh, Condition Red. Hm, keine Settings angucken. Targoid. Wir haben vielleicht eine reelle Chance, das erste Mal gegen ihn anzukommen, wenn ich nicht geschlafen hätte. Also in den muss man halt richtig lange reinsemmeln. Aber wie gesagt, wir haben theoretisch eine erste Chance. Okay, wir haben ECM. Ein Raketenabwehrsystem.
habe ich mir selbst die Rakete abgeschossen. Ja, kann ich nichts machen. So wird man halt auch mal zerschossen. Dann müssen wir mal neu laden. Und ich wollte mir hier noch eine Taste hinlegen irgendwie. Shift und entfernen. Und dann mach mal bitte. Wo ist es? Fast forward. Okay. Gut. Wunderbar, funktioniert. Wir haben was zu verkaufen. Wir gehen wieder raus. Wir fliegen nach Isenor. Okay. Dann kann ich das Ganze etwas beschleunigen. Jetzt habe ich nur. Hat gerade ein paar Probleme hier. Boah, Class Cruiser. Was hier auch immer an Asteroiden unterwegs ist, ist auch nicht schlecht, ne? Irgendwelche Asteroiden sind immer im Radar. Jetzt müssen wir warten, dass der verschwindet. Das gelbe Ding. Wenn das gelbe weg ist, können wir wieder unseren Jump machen. Targoid. Habe ich ihn übersehen? Vielleicht muss ich auch in Zack schalten, um ihn zu sehen. Jetzt muss ich auch auf meinen Laser achten. Das war nämlich das größte Problem bei mehr als zwei Targoiden, dass der Militärlaser dann auch extrem überlastet. Ein bisschen abkühlen lassen. Das hat gereicht. Wir haben unseren ersten Targoiden abgeschossen. Yay! Wie cool ist das denn? Oh, Condition Red. Gerade. Frisch. Ja, ich bin ihn noch gar nicht. Ich will ihn auch gar nicht mit einer Misse abschießen. Eine Adder. Also nächste Schlange. Die lieben das hier mit Schlangen. Okay. Sehr gut. Noch ein bisschen Bounty gekriegt. Jetzt haben wir wieder unseren. Jetzt können wir springen. Nein, falsche Richtung. Da geht's lang. Da ist er.
anhalten, umdrehen, ein bisschen vorwärts liegen, ein bisschen anhalten, korrigieren. Na, schaffen wir das. Probieren es einfach. Aber vorher speichern wir nochmal ab. Nein! Das war falsch. Irgendwie nehme ich mir nicht übel. Ich hoffe, das zerstört nicht meinen Status oder so. Achso, ich muss. Sollte noch vielleicht das. Fast forward. Mit Wheel Up hier rausnehmen. Okay. Offender. Ich bin jetzt schon ein Offender. Weil ich jetzt einmal geschossen habe gerade. Das überprüfen wir mal. Ich lade nochmal. Und ich habe nämlich keine Lust, ein Offender zu sein. Ganz ehrlich, ich habe keine Lust dazu. Nur weil ich eine falsche Taste gedrückt habe. Wir gucken mal, ob ich immer noch Offender bin. Ne, jetzt bin ich wieder clean. Weil ich einen Schuss aus Versehen abgeliefert habe, haben die mich gleich zum Offender gemacht. So, wir verkaufen. Und haben jetzt 700. Sehr schön. Wir haben ordentlich gehandelt. Kaufen jetzt nochmal Atom ein und ich glaube, dann ist die Handelsroute hier auch langsam irgendwie ein bisschen lame geworden. Wir brauchen noch für den Docking-Computer, den wir hier nicht haben, brauchen wir noch ein bisschen mehr Geld. Okay. Also, wir kaufen davon 20. Und machen uns zurück. Wir gucken einfach mal, ob wir nicht hier vielleicht noch was anderes finden. Arm, Industrie. Wenig Population. Auch Agriculture, Xiesel, Feudal. Rich Industry, das hört sich doch auch gut an. Wollen wir dahin fliegen? This planet is fabled for its exciting sitcoms. Mhm. Tech Level 12 ist auch interessant. Wo befinden wir uns in der Galaxie? Da unten, okay. Wir haben 20 eingekauft von denen. Und fliegen einfach mal. So, gleich wieder ein Targoid. Weil wir so gut immer mit Targoiden umgehen können. Können wir den irgendwie sehen? Ach, ich muss doch nach hinten umschalten. Okay, das sieht gut aus. Mal Glück haben. Passiert uns gar nichts. Je besser wir natürlich werden, desto mehr je mehr Abschüsse wir haben, desto schwieriger wird es natürlich auch. Dann kommen irgendwann 2 Targoiden, 3 Targoiden. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal irgendwie gucken, dass wir
den Militärlaser irgendwann kriegen. Aber den kriegen wir am schnellsten, wenn wir jetzt eine Docking Station haben. Achso, und ich habe vorhin gesagt, guckt mal auf die Uhr, ne? Auf die interne Uhr. Haben wir natürlich nicht gemacht. 1 Stunde 23 war es, glaube ich, gewesen. Ich den so geknackt. Ich starte nochmal die Missile. Jetzt aber. Okay. ETM-System zieht auch immer ein bisschen Energie ab. Aber solange ich immer eine Rakete aufbrauche, sind das mit 15 Verlust gegen den Tarbin. Und das ist natürlich extrem. Also extrem jetzt nicht, aber 15 Verlust ist was, was ich nicht haben muss. Ich sag mal so. Ich habe Angst. Ich weiß nicht, was jetzt alles kaputt gegangen ist vom Schiff. Aber es war knapp. Okay, wir sind auf einem neuen Planeten. Prices an. Okay. Ensorius. So, was können wir verkaufen? Auf jeden Fall. Ja, das lohnt sich. Auch hier entsprechend das loszuwerden. Und dann Computer wieder zu kaufen. Wie viel können wir jetzt kaufen? 10, 12. Oh, da geht noch mehr. Da gehen noch 2. Okay, cool. Das heißt, wir fliegen wieder zurück. Nach, wo ist es? Isinor. Wird gar nicht angezeigt. Aber da fliegen wir wieder hin. Okay. Achso. Ich sagte, guck die Gamezeit an. 1:45. Also 22 Minuten sind umgegangen. Wir gucken nochmal auf die 45 jetzt und überlegen mal, wie lange wir jetzt unterwegs sind. Okay. Condition Red nach hinten schalten, damit wir auch sehen, wer hier ist. Eine Adder.
Perfekt. Wir müssen erst unseren Bounty abwarten und dann können wir springen. Und vorher geht hier leider nichts. Ah ja, ein Schuss auf die Mamba und die haut ab. So ist die programmiert. Weg. Zu nah dran. Warte darauf, dass die Mama wieder auftaucht oder ich fliegen kann. Ne, die hat sich. Da ist auch nochmal okay. Dann kommt die ein bisschen näher. Nicht, dass sie uns Problem macht. Der Wolf ist natürlich problematischer. Ich vielleicht doch noch mal eine Rakete abfahren. Weil der Wolf ist echt schon. Okay, und jetzt die Mamba. Da kommt er gerade in Sicht. Ein Escape-Kapsel ist geflogen. Oder Escape-Pop-Pot. Wunderbar. Problem gelöst. Sehr gut. Okay. Wir verkaufen 14. Oh, 1396. Jetzt haben wir echt mal Geld. Jetzt können wir was machen. Was können wir machen? Wir können einen größeren Cargo holen, weil einen Computer können wir noch nicht kaufen. Wir kaufen erstmal einen größeren Cargo. Okay. Sklaven. Unglaublich günstig. Wo sind wir denn jetzt? Wieder wie vorher. Okay, da wollen wir wieder hinfliegen. Hier kaufen wir
Ja, machen wir wieder das Zeug hier. Können wir auch volle Kanone, 26 Stück kaufen. Und dann kaufen wir noch ein bisschen Schnappe, so. Oh. Bye. Okay. Wir sind vollkommen ausgestattet. Und die nächste Spielstufe erreicht, sozusagen. Also für mich die nächste Spielstufe erreicht. Deep Space Fuel Scoop. Ich habe keine Ahnung, was das ist. So, Large Cargo Bay haben wir. Okay. Ach so, und wir sind jetzt hier schon 12 Minuten unterwegs. Realzeit waren 6 Minuten in etwa. Genau. Dann geht's wieder los. Dann geht's wieder los. Habe ich natürlich keine Lust, die Geschwindigkeit des Rechners zu erhöhen im Jump, weil wenn dann einer plötzlich kommt aus dem Hyperspace, ein anderes Schiff in uns reinrauscht, dann haben wir echt ein Problem. So, jetzt. Wo setzen wir uns hin? So setzen wir uns hin. Ich freue mich auf den Computer. Auf den Docking-Computer. Wie dumm. So ein guter Flug. Und ausnahmsweise mal zerschellt. Da wollte ich zu viel. Das ist ärgerlich. Das ist total ärgerlich. Wir haben alles eingekauft. Wir wollen los. Oh, so ein Flug ohne Probleme. Und vollkommen verkackt. Das ist sehr dumm. Jetzt habe ich doch mal die Beschleunigung genommen, weil ich keine Lust hatte, noch mehr Zeit zu verlieren. Okay. Schnell dahin. Da ist er. Uns. Bisschen korrigieren. Aber da habt ihr schon gesehen, dass ich zu viel wollte, ne? Okay. Was haben wir jetzt hier? 307. Okay, das lohnt sich. 1295. Wo ist der Docking-Computer? Da ist er. 1500. Er kostet halt 1500. Das heißt, wir müssen noch zwei Flüge machen. Und dann haben wir es aber.
Und das heißt aber auch, wir können hier mal eben einkaufen für... Wir können 20 Tonnen kaufen, oder? Okay. Danke. Wir wissen Bescheid. Wir haben 4 davon installiert. Wir kaufen 20. Sagen, wir fliegen zurück nach Isinor. Und speichern kurz ab. Und auf geht's. Das ist jetzt auch der letzte Flug in diesem Let's Play. Condition Red. Wer wagt es, uns zu ärgern? Natürlich ein Wolf. Wir wissen auch, dass ziemlich viele Schüsse sitzen müssen hier. Weil der Laser sonst zu heiß läuft. Auch bei einem Wolf. Nicht nur bei einem Targoiden. Zwischendurch mal, damit der Gelbe endlich verschwindet. Und dann können wir auch springen. Ah, Condition Red. Ich würde einfach sagen, ich fliege so schnell wie möglich an die Sicherheitszone. Dann muss ich mir keine Gedanken machen. Okay, das sieht gut aus. Da ist der Schlumpf. Jetzt muss ich den richtigen Winkel finden. Noch nicht so ganz zufrieden hier. Okay, schaffen wir das? In dem Winkel? Ich probiere es einfach mal. Mehr als sterben kann ich nicht. Und wir speichern ab. Sicher ist sicher. Wenn ich mir zu viel hier zutraue, was ich gar nicht schaffen kann. Nee, das war kein guter Winkel. Aber man kann es ja mal probieren. Und wir versuchen es einfach nochmal. Kurz korrigieren. Das sieht besser aus. Okay. Oh ja, früher bin ich auch immer so dicht dran geflogen. Hab gewartet und dann Gas gegeben. So, wir haben 2:11 hier schon stehen. So lange haben wir gar nicht gebraucht. Wir verkaufen das und haben jetzt genügend Geld für einen neuen
Ja. Für einen Docking-Computer. Gut. Aber das war's jetzt erstmal soweit von diesem Let's Play. Ich bin fertig. Genau. Nächstes Mal hole ich den Docking-Computer und dann geht's weiter. Und dann machen wir noch mehr Geld und versuchen irgendwie zu handeln, ein bisschen rumzufliegen, neue Sachen zu entdecken. Und genau. Einfach mal gucken. Und der Militärlaser steht ja noch aus und sowas. Mal gucken. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Let's Play Elite im Casual Friday. Genau. Bis dann, macht's gut. Ciao.